Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ankh. Die zweite Folge mit einer ziemlich langen Verzögerung. Oder das ist die dritte Folge? Ich weiß es nicht. Was ich noch erledigen sollte: herausfinden, wer das Ankh gestohlen hat. Den Bart loswerden. Ja. Er hat allerhand seltsame Sachen Wir müssen geschneidert. unseren Bart loswerden, also werden wir mal mit dir reden. Oh, hallo, schönes Ah Mädchen. ja, da war ja was. Wie wäre es denn mit einem neuen Haarschnitt statt dieser Tutanch-Merkel-Matte? Genau, tut ein Merkel. Also ich könnte eine Rasur gebrauchen. Ja, nehmen wir das mal. Also, ich könnte eine Rasur gebrauchen. Eine Rasur? Wie wundervoll! Damenbärte sind doch wirklich nicht mehr Ja. schick. Lass uns gleich loslegen. Warte Warte mal. mal! Ja? Wie viele Leute hast du denn schon rasiert? Ich weiß ja nicht. Wie viele Leute hast du denn schon rasiert? Na ja, um ehrlich zu sein, bis jetzt wollte seltsamerweise noch niemand rasiert werden. Du Ja, bist also mein erster Kunde. ich verstehe. Kannst du mir etwas über dein Werkzeug verraten? Also, ich habe zwei Möglichkeiten, dich zu rasieren: die schmerzhafte Haarwachsmethode oder die schnelle Klingenmethode. Ja. Komischerweise fragen alle nach der Haarwachsmethode. Die scheint der neueste Trend zu sein. Ja, ich Obwohl ich hier doch ein wundervolles, scharfes Messer habe. Scharf genug, um einen Truthahn zu tranchieren? Oh, apropos Truthahn. Ich glaube, ich habe zu Hause noch einen im Ja, Ofen. ich glaube. Tschüss! Warte, warte! Wenn du mir heißes Wachs besorgst, können Ja, wir auch ich gern möchte die die, bitte, die Haarwachsmethode Haarwachsmethode. nehmen. Heißes Wachs also? Hm, Ja, mal die Haarwachs. Ich sehen. möchte. Bitte leg das Messer weg. Fass es gar nicht erst an. Lass es da liegen. Ja, genau, guck weg. Das Messer ist nicht gut für dich. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber ich hab's ganz vergessen. Also ich wollte was zu ihm sagen, aber ihm ging das nicht. Oh, hallo. Ja. Bis spät. Heißes Wachs, also haben wir schon Wachs. Wir haben eine robuste, geöffnete Nofretete-Puppe. Wir haben Kamelmist. Wir haben eine einzelne Socke. Und wir haben einen Liebesbrief. Wie kriegen wir jetzt Wachs? Ei, ist eine gute Frage. Du. Hallo, Vogel. Du bist hässlich. Bist hässlich. Boah, Vogel. Hallo. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Ich will heißen Wachs. Naja. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen Klingt willst. irgendwie falsch, wenn ich das so sage, dass ich. Na, egal. Ist nicht für dich. Weißt du? Aber nein, ich möchte eigentlich. Ich brauche heißen Wachs für den alten Mann da oben, den ich vernaschen möchte. Ich meine natürlich, der mit dem Bart abrasieren soll oder abwachsen. Ich muss gehen. Okay, wo kriege ich jetzt heißen Wachs her? Oder überhaupt Wachs? Jemand hat Glühwürmchen in den Lampion gesperrt. Ja, Glühwürmchen brauche ich aber nicht. Kann ich. Hier, meistens mit der Socke. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Hast du es aber nicht mal probiert? Ah, na egal. Wo kriege ich Wachs her? Hast du eine Idee, wo ich Wachs herkriege? Ja, wahrscheinlich nicht. Ist das verrottetes Zeug? Der Botschafter wird mir nicht helfen können, habe ich das Gefühl. Der mag mich nicht sonderlich, weil ich mit seiner Tochter da, hast du Wachs? Vulkan. Vulkan. Ich vernasche ganz viele Schön, dich Leute heute. wiederzusehen, mein Freund. Ja, dich auch, mein Freund. Wo kann ich mich rasieren lassen? Wo kann ich mich rasieren lassen? Soweit ich weiß, hat der Schneider im unteren Bereich des Bazars das Gewerbe gewechselt. Okay. Wir sehen uns Ganz Ja, später. bestimmt. Ah, ich meine, ich will mich nicht wirklich von denen rasieren lassen. Bin ich jetzt nicht unbedingt so heiß drauf. Hier. Take Dukashun. Take Das Ankh good ist noch nicht things. zurück. Was Was verkaufst? verkaufst du in deinem neuen Geschäft? Es ist Ah ganz ja, einfach. Spiel Sportereignislosen. Geldwetten und sowas. Stimmt. Das funktioniert prächtig. Auch gut. Hast du eine Wettinformation für mich? Na klar, ein todsicherer Tipp für nur 30 Silberstücke. Vorschlag, Vorschlag. Ich bekomme sie umsonst und verhindere dafür das Ende der Welt. Klingt Na gut. gut, ausnahmsweise. Hier hast du die Wettinformation. Vielleicht hilft sie dir ja auf deiner Suche. Ja, wie ist so geht das? So muss man das machen. Was haben wir denn hier? Eine vermutlich falsche Wettinformation. Ein Wettschein. Also, wer würde denn wetten? Das ist eine gute Frage. Also, Olga ist ja hier nicht mehr da, leider. Ist irgendwie weggegangen.
kriege ich den Wachs her? Du, überleg gerade, könnte ich Wachs herkriegen? Ich habe hier keine Kerzen oder sowas in der Erde gesehen. Im Moment nehme ich übrigens mit OBS auf, aus dem einfachen Grund, dass ich dann sehr viel schneller, sehr viel mehr aufnehmen kann, weil ich einfach weniger Platz verbrauche. Und vor allem ist es unterbricht nicht so mein Spielefluss. Jetzt gerade bei Ankh finde ich das sehr wichtig, weil das so ein Spiel mit Story ist und da sollte ich dann doch relativ viele Videos am Stück aufnehmen. Was ist hiermit? Und deswegen finde ich OBS besser, auch wenn die Audioqualität ein wenig darunter leidet. Nur ganz bisschen. Obwohl man ja dazu sagen muss, dass man mich nicht mehr ganz so viel schnaufen und atmen hören wird, weil durch den Filter. Aber na gut. Ja, wie gesagt, wenn ich irgendwie abgehackt klinge manchmal, dann liegt es vielleicht nicht einfach, liegt es daran, dass ich einfach nicht laut genug rede und deswegen den Rauschfilter nicht unterbreche, nicht über die Schnittstelle nicht überschreite mit meiner Stimme. Aber das sollte eigentlich nicht so oft passieren. Ja. Wir brauchen hier so eine Lampe. Hier ist alles hell erleuchtet, aber ich... Heiß... Wachs, Gott. Wo kriegst du das hier? Ein geschlossener Stand. Naja, es kann ja nicht jeder die Nacht durchmachen. Ja, stimmt wohl. Wo könnte ich den heißen Wachs herbekommen? Du... Ich möchte dich... Also du wirst mir wahrscheinlich die Kehle schneiden, wenn ich dich, ja, meinen Hals lasse. Deswegen, prunkvoll. Fangen wir mal den Botschafter. Hallo, Botschafter. Hey, Bursche, geh mir aus. Du behinderst den. Ich führe ihn. Okay, Verzeihung, hab mich in der Hausnummer geirrt. Okay, du hast also nichts Wichtiges zu sagen. Gehen wir mal zum Palast. Wo könnten wir... Ich überlege gerade. Wo könnte... Wachs wichtig so viel trage ich nun auch nicht. Da steht, Hilfe, Lieblingssocke vermisst. Das wird nicht funktionieren. Da wird sich bestimmt jemand freuen. Okay, dann gehen wir mal raus und wieder rein. Gucken. Die Socke hängt hier immer noch. Die Socke hängt jetzt an der Wäscheleine. Die Socke hängt jetzt an der Wäscheleine. Okay, was auch immer das bringt. Und was hast du denn zu sagen, Nachtwache? Hallo, mein Freund. Gemäß Paragraph 4 Absatz 3 der Nachtwächtervorschrift, keiner darf rein. Keiner darf rein? Du nimmst es aber genau. Nicht wahr? Deswegen bin ich auch der einzige Nachtwächter hier. Ah, ja. Du fürchtest... Aha. Und du fürchtest dich bestimmt vor gar nichts. Wie alle Wachen des Pharao sind auch wir Nachtwächter völlig furchtlos. Wir Nachtwächter vor allem. Gar nichts? Überhaupt gar nichts. Nicht mal Schleimadler? Schleimadler. Naja, vor so einem fürchte ich mich vielleicht schon geworden. Ein bisschen. Vergiss es. Ich werde mir ganz sicher keine Schleimadlermaske aufziehen. Danke. Okay, Asyl, Objektschutz Kairo Süd. Lassen Sie mich rein, ich muss die Schlösser kontrollieren. Melde gehorsamst, habe die Lage im Griff, Herr Asyl. Davon möchte ich mich gern selbst überzeugen. Nachts kommt niemand hinein oder heraus. Okay. Ich... Nicht mal der Pharao? Der gerade nicht. Viel zu gefährlich da draußen bei dem ganzen Gesindel. Gesindel? Das sind seine Untertanen. Eben. Die glauben auch noch, er müsste was für sie tun. Ich bin das Volk. Der Pharao und ich sind dicke Kumpels. Er hat mir das halbe Ägypten angeboten. Wenn du für deinen Palast im halben Ägypten einen Nachtwächter suchst und mehr zahlst als dieser Pharao, würde ich mich freuen, dir meinen Lebenslauf zu meistern. Ich komme darauf zurück, denn du bist eine gute Nachtwache, mein Freund. Hey, warte mal. Womit brennen? Ja, wahrscheinlich nicht mit Wachs. Ich meine, hallo, das sind... Die brennen wahrscheinlich mit Torf oder sowas in der Art. Wenn ich raten müsste. Kohle in Ägypten? Ja, vielleicht Kamelmist. Ja, aber das würde ich auch nicht, oder? Aber die haben... Obwohl Torf... Wo sollen die Torf herkriegen?
Vielleicht dann doch eher Kamelmist? Ich glaube kaum, dass sie Kohle hatten schon. Nee. Ich meine, Holz ist ja offensichtlich, aber ich glaube, so viel Holz gibt's hier unten in Ägypten nicht. Vielleicht doch Kamelmist mit den Flammen. Obwohl. Öl. Öl ist wahrscheinlich dann doch eher wahrscheinlicher. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Eine leere Holzkiste, in der sich nicht das Ankh befindet. Ja. Okay. Können wir dem. Du, hier, nimm unseren. Behalte das mal lieber. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ohne den Bart komme ich da unten nicht rein. Hast du heißen Wachs? Nichts. Okay. Nichts, okay. Wo soll ich den heißen Wachs herbekommen, mein Freund? Ich brauche ja schon eine Rasur. Ja. Wer hat dich denn ausgebildet? Wer hat dich denn ausgebildet? Ausbildung? Ich bin Autodidakt. Bitte? Sagte ich Rasur? Sagte ich Rasur? Ich meinte Uhr. Du verkaufst nicht zufällig eine? Nein, tut mir leid. Bei mir gibt's nur Rasuren. Was ist... Na, egal. Nein, ich lass es lieber, bevor ich noch einen Witz mache, den ich bereuen werde. Obwohl ich das schon mehrmals getan habe heute. Okay. Wo zur Hölle? Lehmvase, Klingel, Vase, Schild. Du. Man kann sich kaum vorstellen, wo das hergekommen sein könnte. Nee, das kann er nicht. Das kann er nicht von mir verlangen, oder? Dass ich mir den Kamelmist zu sich schmiere. Nein, ich brauche Wachs. Wachs, aber wo kriegt man denn hier Wachs her? Gute Frage. Hier kannst du nicht rein, ne? Nichts wäre schrecklicher, als meinen Vater beim Schlafen zu stören. Das ist der Kroki, mein altes Plüschkrokodil. Das habe ich George, der freundlichen Mumie, gestohlen. Hm? Den hat mir mein Großvater aus Abu Simbel mitgebracht. Spielzeugstrahlung, ja, okay. Ja, aber da kann ich nichts machen. Ich bin echt gerade am Überlegen, wo wir. Also ich weiß, was ich brauche. Wachs offensichtlich, aber. Wo ich den herkriege. Boah. Bei Nacht sind die Pforten von Kairo geschlossen. Nilfahrten kann ich mir dann wohl abschminken. Willst du auch Nil fahren, du? Okay, was haben wir denn hier? Ein Lastwagen. Haha. Ha. Ja, Die riechen schon leicht gammelig. Gammelig. Was da wohl drin sein mag. Vielleicht hilft es mir weiter. Das wird nicht funktionieren. Ha. Ich kann mir schon vorstellen, was ich hier machen muss. Oh, ich war gerade eine Idee, aber... bring ich das wohl zu... Ha. Prunkvoll. Okay. Idee, aber... Was hier, wenn ich hier klinge? Hallo? Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Ja, mache ich. Was mache ich, wenn ich jetzt nochmal klingel? Hm? Okay, ja. Ich sehe. Kann ich den Vogelkäfig nehmen? Oh... Der ist leider unverkäuflich. Den brauche ich. Warum denn? Warum denn? Das geht dich nichts an, okay? Ich brauche ihn für wichtige Aufgaben. Doch, aber. Darf ich ihn mir wenigstens ausleihen? Ausleihen? Was hast du denn mit ihm vor? Ich wollte... Okay. Ich wollte mir schon länger einkaufen und mal wissen, wie das so ist. Genau. Aha, Luxusgüter erstmal ausprobieren, bevor du sie kaufst, was? Sehr vernünftig. Du kannst ihn ausleihen, aber bring ihn unversehrt zurück. Natürlich. Was ich jetzt mache, das, dir nicht der Tierschutzbehörde melden, bitte. Denn das ist sehr unmenschlich. Sehr unmenschlich. Tierschutzbehörde. Okay, Tut mir leid, Papagei. Oh Mann.
arme Vogel sah schon mal fröhlicher aus. Und mehr Federn hatte er auch. Ja. Ein kleines Kästchen. Hey. Oh, wie erkläre ich das nur Dings, Fatima? Ein Siegel und ein Stück Wachs. Tja. Oh. Ups. Außerhalb des Bildschirms geklickt. Ich hoffe, das hat... Das scheint aber alles okay zu sein. Das mag ich an OBS. Die haben da kein Problem mit. Das hat funktioniert ja nur das Spiel, selbst wenn ich aus dem Bildschirm klicke. Das ist gut. Ja, mal gucken. Also wir haben jetzt unser Wachs. Müssen jetzt nur noch irgendwie heiß kriegen. Ein Siegelstempel. Das Symbol kenne ich nicht. Ist sicher uralt. Okay. Okay, aber wie kriegen wir... Können wir den einfach wieder hängen? Wahrscheinlich nicht, oder? Sagen, ja, den haben wir nicht da. Oh Mann. Wir geben ihn mal wieder ab. Puh, das wird lustig. Vogel. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Ja, ich würde gerne deinen Vogel wieder abgeben. Für den Papagei habe ich gerade keine Zeit. Okay. Gib ihn mir bitte später. Ich muss ihn dann bestimmt gleich füttern. Okay. Das heißt, wir brauchen hier noch weniger was, okay. Okay. Alles gut dann. Wie kriegen wir jetzt das Wachs? Ja. Das Wachs ist ganz hart. So wird das nicht funktionieren. Wie soll ich das denn? Ich habe nichts zu stempeln. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Das wird nicht funktionieren. Gibt es irgendwo eine Quelle? Könnte ich das warm machen? Ja, ich würde ja logischerweise sagen hier, aber das will er ja nicht. Aha! Ich sollte es davor noch in einen Behälter tun. Okay. Ich habe es hineingelegt. Ja. Kannst du dieses Wachs schmelzen? Ein Kinderspiel. Danke, du bist echt ein Kollege. Kannst du sagen, du hast gar nichts gemacht? Ah. Cool, Mann. Du bist echt ein Freund von mir. Flüssig wie Ziegenmilch. Danke. Danke. Ich hoffe nur, du verbrennst nicht irgendwann mal voll. Okay. Jetzt können wir unseren Bart abrasieren. Bei dir. Hier. So, das haben wir gleich. Bitte, nimm doch Platz. Das wird wehtun. Wird das denn wehtun? Oh, ja. Unglaublich, ja. Na toll. Ich frage mich, wie du es geschafft hast, dass ich mein Kinnbärtchen wieder habe. Oh, da habe ich wohl etwas übersehen. Hilfe. Ha, egal, das Kinnbärtchen ist okay. Besser als der, naja, Vollbart, würde ich mal sagen. Okay, dann reden wir mal mit dir. Ich verstehe Bulbul. Moment, an Bulbul kommt niemand. Hey, fällt dir nichts auf? Naja... Also... Hallo? Willst du mal fühlen? Willst du mal fühlen? Nicht so voreilig. Alles ganz glatt. Was denn jetzt dich. Noch? Tja, also... du kommst nicht rein wegen deiner... menschlichen Coolness? Ja. Na gut, was soll's. Willkommen in der wilden Mumie. Aber mach nichts kaputt. Ich? Niemals. Ich will niemals was kaputt machen. Ich hasse es, wenn man mir das sagt. Wenn ich irgendwas mache, irgendwas trage, irgendwas hochhebe, dann kommt von irgendwo hin, ja, lass das aber nicht fallen. Mach das bloß nicht kaputt. Das ist voll wertvoll, Mann, ey. Lass das nicht fallen. Sei schön vorsichtig damit. Dann könnte ich mal ausrasten. Könnte ich einen Ausraster kriegen, dann... Muss ich mich mal zusammenreißen, um das nicht absichtlich volle Knüller auf den Boden zu schmeißen. Aber nun gut, lass uns. Wir gehen dann rein in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hatte, dann lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ankh 2, Herz des Osiris. Bis dann, tschüss.